Heute vor 78 Jahren ereilte die Bewohner der Stadt Hiroshima ein grausames Schicksal. Am 6. August 1945 warfen US-Streitkräfte eine Atombombe über der japanischen Stadt ab, um das Land zur Kapitulation im Zweiten Weltkrieg zu zwingen. Zehntausende waren augenblicklich tot. Eine sehr hohe Anzahl weiterer Menschen erlag in den nächsten Jahren den durch die atomare Verseuchung verursachten Folgeschäden. Die Stadt Hiroshima war mit dem Atombombenabwurf fürs Erste ausradiert und ist bis heute ein Symbol, eine Mahnung an die Menschheit hinsichtlich der zerstörerischen Wirkung ihrer eigenen Waffen. Doch reicht ein Gedenktag aus, um ein künftiges Auftreten solcher Katastrophen zu verhindern? Offenbar nicht. Denn seit Hiroshima wurden solche atomaren Sprengungen um weitere 45.416 Mal wiederholt. Wir verweisen anlässlich des heutigen Jahrestages auf den nuklearen Irrsinn, der seit Hiroshima weiter sein Unwesen treibt und der auch dem sogenannten menschgemachten Klimawandel eine ganz andere Bedeutung gibt. Nuklearer Irrsinn. Die wahren Fakten. Schon allein 520 der in Wikipedia vermeldeten nuklearen Explosionen in der Atmosphäre, 8 davon unter Wasser, hatten einen Detonationswert von mindestens 545.000 Kilotonnen. Das sagt uns zunächst einmal gar nichts. Doch ein Vergleich mit der US-Atombombe auf Hiroshima erklärt es uns. Diese von aller Welt gefürchtete Atombombe hatte einen Detonationswert von 12 Kilotonnen. 12 Kilotonnen, also gegenüber 545.000 Kilotonnen. Die Atombombe auf Hiroshima war sogar weit über 45.000 Mal schwächer als nur schon die 520 nuklearen Explosionen in der Atmosphäre und unter Wasser. Oder wieder mit anderen Worten, Hiroshima wurde durch irrsinnige Wissenschaftler und Kriegstreiber seit 1945 weitere 45.416 Mal allein in der Atmosphäre und unter Wasser wiederholt. Ob unter diesen genannten Umständen zumindest eine menschgemachte Wetterveränderung in Erwägung zu ziehen ist, möge jeder Mensch bei sich selber überlegen. Dient die ganze Klimahysterie mit Schuldabschiebung auf die Darmabgase von Kühen, die Auto- und Industrieabgase, gar nur der Verschleierung und Ablenkung von den wahren Übeltätern?